Ja Leute, heute ist wieder etwas ganz Besonderes, denn wir können das neue Hauptset Photon Hypernova öffnen. Und ich bin auch wirklich hyped, denn dieses Set hat es in sich, ist das neue Hauptset. Von daher, ja, gucken wir es ganz einfach mal an und wir gehen das Ganze hier Stück für Stück durch. Hier sind viele neue Karten drin, mit vielen guten Support für das eine oder andere Deck. Aber ich würde sagen, wir gehen das Ganze wie immer Stück für Stück durch. Wie es vermuten lässt, Photon und Galaxy ist hier ebenfalls drin. Aber wie gesagt, alles Stück für Stück. Denn wir haben hier viele Deckthemen. Unter anderem natürlich auch ein wunderschönes Deckthema. Und zwar Golden Bridge ist hier drin. Und unter anderem ist hier natürlich neue Despier-Karten drin. Und nicht nur Despier ist hier drin, nein, auch Kashtira hat hier ebenfalls richtig viele Karten und ich würde sagen, wir gehen eben hier Stück für Stück durch. Genau, Gishki bekommen wir auch sofort. Gishki bekommt auch ein neues Ritualmonster, was sogar in sich hat. Dementsprechend, wenn es kommt, lesen wir natürlich vor. Denn es, ihr seht hier so ein Chaos. Okay, und der Fokus will nicht, aber da haben wir schon die erste. Wir haben Planet. Oh, wunderschön. Als Secret Rare. Planet. Ja, ist eben für Kashtira, wie ich gesagt habe, ja, die Field Spell. Und sie sagt einfach, wenn du die Karte aktivierst, kannst du an der Hand eben eine Kashtira-Monster vom Deck hinzufügen. Monster, die kontrollierst, erhalten je unterschiedliche Eigenschaften auf dem Spielfeld. 100 ATK. Der ATK-Boost ist gar nicht so wichtig, denn besonders wichtig ist hier eben, dass wir eben was suchen dürfen. Und der zweite Effekt, der kommt auch des Öfteren. Denn falls ein Effekt eines Kashtira, den Namen spreche ich jetzt sicherlich nicht aus, ist das Exit-Monster, was auch im letzten Hauptset rausgekommen ist. Dazu kann nur das aktiviert wird, außer wenn du Stem steppst. Du kannst eine Karte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Ja, auf Deutsch, wir haben hier noch einen Zerstörungseffekt, was ziemlich gut ist. Ja, wie gesagt, der Search-Effekt reicht uns ja vollkommen. Und ja, tipptopp, ziehen wir hier gleich. ist eine Kammeln. Abgeheuerlich. Ja, Abgeheuerlich bekommt ebenfalls eine neue Karte, die gar nicht schlecht ist. Denn wie immer, alle Abgeheuerlichen, sie können sich halt von der Hand spezial beschwören. Und es ist ein Quick-Effekt, wenn eben der Gegner ein Monster kontrolliert. Aber wir können noch etwas, und zwar, falls dein Gegner ein oder mehr Ritual, Fusion, Synchro, Exit oder Link-Beschwörung als Spezialbeschwörung beschwört, können wir folgenden Effekt machen. Denn du kannst ein anderes Licht- oder Finstermonster-Attribut anbieten und dann einer jener der Spezialbeschwörung Monster wählen, verbanne ist. Heißt, wir können hier also Monster verbannen. Wichtig, wir können ihn selbst dafür nicht opfern, aber wenn wir mehrere Abgeheuerliche haben, ist das halt eben ganz gut. Also auch hier super. Ebenfalls Chaos Support generell und Galaxy, wie gesagt, ist hier ebenfalls drin. Jo, direkt die Secret Rare. Das ist sehr, sehr cool. Boah, direkt Blende gezogen. Sehr gut. So, Cosmo, ein paar Asse. Also, da muss ich auch sagen, ein paar Asse ist vom Namen her sehr, sehr nice. Wie du sagst, Goldenstolz, Link 2. Ah, das sind die. Goldenstolz, so heißt das neue Thema. Da müssen wir lesen. Also, alle Goldenstolz-Karten müssen wir lesen, denn, ja, wie immer, Leute, ich sag das war eigentlich immer zum Anfang, aber ich habe es vergessen. Und zwar, ich kenne nicht alle Karten hier draus. Ich kenne ungefähr 80 Karten ungefähr hier draus, aber eben nicht alle. Und diese Karte ist eine davon, die ich nicht kenne. Braucht zwei Goldenstolz-Monster. Ja, das war ja irgendwie zu erwarten, ist wahrscheinlich das themeneigene Link 2-Monster. Du kannst ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre es. Okay. Dann, falls du weniger Lebenspunkte hast als dein Gegner, kannst du alle Karten in seiner benachbarten Monsterzone und Zauber- und Feinkartenzone zerstören. Das ist gar nicht mal so schlecht. Zonen wieder wichtiger. Ich sag ja, Zonen werden immer wichtiger. Okay, du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Einmal pro Spielzug während der Endphase, falls dieser Effekt dieses Spielzug aktiviert wurde, lege diese Karte ins Extra-Deck zurück. Und falls du dies tust, beschwöre einen Goldenstolz Kopf als Spezialbeschwörung von deinem Deck oder Friedhof. Okay, dafür müsst ihr jetzt wissen, was der kann. Weiß ich natürlich nicht, aber okay, wenn den Effekt nutzt haben, wird er eben zurückgelegt am Ende. Du kannst einmal so erwähnen, dass du gegen kontrolliert, zerstöre es. Okay, ist kein Quick-Effekt, aber der Effekt ist ganz nützlich. Ich frage mich, erstens, was das Monster kann, was man dann holt. Und zweitens, ob es vielleicht noch einen Link 3 gibt, weil sonst wäre der Effekt, dass er sich zurückmischt, nicht so schlimm. Aber ich muss sagen, generell bei den Goldstolz, ich glaube, das ist was. Kashtira Falle. Allgemein glaube ich, dass das eben einiges ist. Und ich würde sagen, wir machen hier weiter direkt. Und Kamera, wie immer, will nicht direkt haben. Böse Auge, neue Karten, wilder Tiger, erinnert ein bisschen an amazonisch
Ist es aber nicht. Schwertseele. Und was ist denn los heute? Schwertseelen, Abgrunddrache. Ist ganz nett. Ja, ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Und oh, wie süß. Also, es ist ja so sweet. Oh, jetzt so ein Feini. Fokussieren, ne? Wasserspiegel. Ja, Gishki. Wie gesagt, ne? Gishki bekommt ihr Support. Füge dann ein Gishki-Monster von dem Deck hinzu. Während dein Feld, falls du ein Wasser-Ritual-Monster kontrollierst, kannst du sie gerade von Friedhof verbannen. Setz dein Wasserspiegel, Zauber oder Falle direkt von deinem Deck. Außer sie. Du kannst den Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, ist gut, ne? Search einfach. Monster. Was will man mehr? Im Allgemeinen, ne? Gishki kann sehr viel searchen. Es fällt sehr auf, dass fast alle irgendwie Ritual-Team sehr viel searchen können. Ich sag nur Necros. Ja. Kashiri Überlappung, Gishki Grauen, Gishki halt eben auch neu, aber wir wollen halt eben vor allen Dingen das neue Ritualmonster ziehen. Goldenstolz! Wir haben noch einen! Oh mein Gott! Goldenstolz, wir bekommen ja alle. Aber jetzt wird natürlich hier gelesen und Benem macht das Ganze hier scharf. Falls du weniger Lebenspunkte hast als dein Gegner, du kannst die Karte als Spezialabsprung von deiner Hand beschwören. Okay, dies mit diesen weniger Lebenspunkten. Müssen wir mal gucken, wie man das Ganze macht. Absat, Goblin, ist da natürlich eine Option. Falls die Karte als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst deine Hand einen Goldenstolz-Falle von deinem Deck hinzufügen. Sehr gut, auch bei Normalbeschwörung tipptopp. Das heißt, ja, wir können sie einfach auch normal beschwören mit 3 Sternen, ist ganz gut. Weiter geht's. Falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Goldenstolz-Monster wählen, das du kontrollierst und das als Spezialbeschwörung extra beschworen wurde. Verbanne bist du 3 Goldenstolz-Karte von deinem Friedhof und falls du dies tust, hält jede... jenes Monster für jede dieser verbannten Karten 500 ATK. Ach, was? Du kannst ein Goldenstolz-Monster wählen, das du kontrollierst und das Spezialbeschwörung extra beschworen wurde. Oha! Wir können einfach dann um 1500 stärker machen? Okay, das ist, was? Einfach 3800? Ja, gut, ne, 3800. Dann kann er auch was zerstören. Nett, nett. Sehr gut, sehr gut. Nehmen wir mit. Also, Goldenstolz? Wirklich? Interessanter Archetype, den ich wirklich sehr interessant finde und auch echt gespannt bin. Oh, Grabwächters, Inschriften in Secret Rare. Am Beginn der Main Phase wende bis zum Ende des Spielzugs dein Gegner einen der folgenden Effekte an. Kein Spieler kann Karteneffekte in Friedhofen aktivieren. Gut. Kein Spieler kann Karten vom Friedhof verbannen. Auch interessant. Kein Spieler kann Monster-Spezialbeschwörung von Friedhof beschwören. Ja, das ist natürlich interessant. Hilft eben, wenn der Gegner sehr mit diesen Mechaniken arbeitet, ihn halt daran zu hindern, damit zu spielen. Aber natürlich beginnt deiner Main Phase. Ja, ist natürlich ärgerlich, weil ihr seid davon auch betroffen. Und natürlich, ihr müsst zu Beginn eurer Main Phase aktivieren. Dementsprechend, ja, hat Downsides, aber ist auch halt gegen das ein oder andere Matchup sehr, sehr gut. Also dementsprechend auch eine gute Karte. Haben wir schon 2 Secret Rares. Uiuiui, ich will noch mehr Gold. Ich will noch mehr Goldstolz. Ich will Goldstolz. Ich will ganz viel Gold sehen. Ganz viel Gold wollen wir sehen. Wieder der Tiger, Chaos und ultimative Großinsekt. Ja, Großinsekt, Insekten allgemein bekommen jetzt auch nach und nach mehr Support, auch in zukünftigen Sets, gerade eben auf fusionsbasierend. Natürlich. So, Kashira und Metallempfänger, Psi-Empfänger. Er sieht auch echt rückig aus, definitiv. So, wir gucken. Also, ich komm, bitte gib mir noch mehr, gib mir noch mehr. Gishki, neue Ritual. Komm, ey, was ist heute los, ey? Tut mir wirklich leid. Ritualspell, neu, sehr gut. Gishki, allgemein halt, bekommt halt echt guten Support. Goldstolz, ja, und das ist der Kopf. Wir haben den Kopf, wir haben den Kopf gezogen. Sehr gut. Oh, ja, das heißt, er beschwört in Endphase ihn. Okay, was kann er überhaupt? Das werden wir jetzt lesen hier. Und zwar, falls du weniger Lebenspunkte hast als deine Gegner. Ja, wer hätte das denn gedacht? Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Okay, das ist alles nice. Ich frage mich noch, ob es eine Karte gibt, die das irgendwie ermöglicht, dass wir auch weniger Lebenspunkte haben. Vielleicht eine Zauberkarte von denen? Ich weiß nicht. Eine Field Spell, das wäre es. Ja, aber was kann sie denn? Und zwar, während der Stamperface deines Gegners. Okay. Passt natürlich, weil er kommt in der Endphase wieder aufs Feld und das Standby-Phase beim Gegner aktiviert sich dann der Effekt. Okay, passt natürlich. Du kannst eine Neutro-Spielmarke, Pyro Stufe 8.00, als Spezialbeschwörung von Spielfeldseite deines Gegners beschwören. Aber sie kann nicht als Link-Material verwendet werden. Während der Main-Phase deines Gegners, Schnelleffekt, du kannst eine Nitro-Spielmarke auf dem Spielfeld wählen, zerstöre jene Spielmarke. Zusätzlich zerstöre alle Karten in der benachbarten Monsterzone, Zauber- und Feindkartenzone. Du kannst den Effekt nochmal pro Spiel zu verwenden. Okay,
Das ist sehr interessant. Das heißt also, wir können hier etwas zerstören. Dann geben wir ihm ein Token. Wir dürfen bestimmen natürlich, wo der hinkommt. Und dann können wir in seiner Main Phase den Effekt nutzen und alles zerstören im Umkreis. Also links, rechts, oben. Das ist sehr stark. Das heißt, auch wir, nicht nur der Gegner muss jetzt aufpassen, welche Zonen er benutzt, sondern auch wir müssen drüber nachdenken, welche Zonen wir vom Gegner eben hier nehmen. Sehr gut. Also mir gefällt das sehr, sehr gut, das Prinzip. Wirklich. Also, Goldstolz? Da bin ich stolz drauf. Okay, der war sehr schlecht. Aber wir machen weiter. So. Biopanzer-Insekt. Es sieht sehr überladen aus. Aber, ne, Insekten-Support ist auch wichtig. Nummer C62. Ja, krass. Da haben wir einfach direkt das Cover-Monster gezogen. Er sieht sehr, sehr mächtig aus. Ja. Du kannst ihm den Spezialbeschwören, indem du Nummer 62 verwendest, kontrollierst und dann eben das Exit drauflegst. Also auf Deutsch, du kannst ihn einfach drauflegen, was natürlich schon mal sehr gut ist. Am Beginn der Battle Phase, du kannst einmal Träger von der Karte abhängen. Diese Karte kann während der Battle Phase bis zu 3 Angriffe gegen Monster durchführen. Leider nur gegen Monster, das ist natürlich schade, aber 3 Angriffe hilft auf jeden Fall das ganze Feld eben dann, wenn er viele Monster hat, eben aufzuräumen. Falls diese Karte Galaxy Fortuna als Material enthält, erhält sie den Effekt. Und zwar bleibt von Monster-Effekten des Gegners unberührt. Und diese Karte erhält ATK in Höhe kombinierter Stufe Rang in angehängte Materiale mal 100. Und gerade diesmal 100 macht ihr nochmal einen schönen ATK-Boost. Heißt, er wird sehr gefährlich, weil er sehr viel Angriffspunkte hat und eben unberührt ist. Aber leider nur eben vom Monster-Effekte. Aber hier nochmal ein abgeheuerlicher. Nehmen wir natürlich direkt mit. Wir haben gleich. Oh, Playset wäre was ganz Tolles. So, weiter geht's. Gischke Grauen. Ich will das Ritual ziehen. Übrigens, Abgrundschauspieler. Bin ich immer so ein bisschen drüber weggegangen. Alter, heute ist auch richtig schlimm. Ich mache das jetzt. Stell es fest so. Richtig schlimm. Der Fokus ist richtig schlimm. Die ist nicht richtig schlimm. Allgemein, es gibt, wie gesagt, Abgrundschauspieler Support. Auch neues Link Monster. Galaxy und. Schwertherster. Kann nochmal Schwert haben. So. Riesenbeispiel, Licht und fokussierter Wasserspiegel und Silberschwingaxt. Auch. Sehr schönes Artwork. So. Weiter geht's. Wir haben noch 3 Booster auf dieser Seite. So. Und Abgrund. Boah, sieht auch schön. Ich muss echt mal was machen. Vielleicht auch ein anderer Playmat. Ich glaube, der Fokus ist immer auf was anderes. Sehr schönes Artwork. Und wir haben Chaos-Tupeldrache, Wurm. Du kannst ein Verbandslicht oder Finstermonster wählen, beschwörst du Spezialbeschwörung auf der Spielfeldseite, aber nur seine Effekte. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spiels kein Monster Spezialbeschwörung beschwören, außer Licht und Finsternis Synchromonster. Falls diese Karte als Synchromonster auf den Friedhof gelegt wird, du kannst diese Karte, du kannst Karten, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl an einem Monster wählen, durch die Synchrobeschwörung wohnen führen, verbanne sie. Ist nicht schlecht. Stufe 4, Empfänger, Wurm, passt natürlich. Oh, der dritte passt natürlich perfekt zu eben Schwertseele. So, wo ist es da? Wir haben die 3. Aber wir wollen jetzt noch mehr Goldkarten. Bitte, gib mir Goldkarten. Gold. Kreiszauberin. Die ist einfach Insekt, ne? Sieht halt überhaupt nicht so aus, ne? Na gut, sind ein bisschen Flügel hier. Ja, okay. Ist ein Sekt. Hülle des Chaos. Und der Heu wieder. Oh, das ist böse. Okay. Kashira. Haben wir die. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben die Sachen gezogen. Aber das ist ja falsch. Wir haben einfach die Fähigkeit gezogen. Wenn das nicht sogar die Karte schlechthin ist. Weiter geht's. Abgrundschauspieler. Entfesselnde böse Augen. Wilder Tiger. Und nochmal Schwertseele. Fokussiert wirklich die Kralle, ne? So. Ist so nicht hier. So. Schwertseele. Ungrund. Ups, wir haben eine beschlagen. Gigantische Donnerkreuzung. Die ist auch von Artwork wieder. Sehr hübsch. So, erste Hälfte geschafft. Beziehungsweise, wir haben noch die Hälfte. So muss man das Ganze sehen. Und ich freue mich. Ich will mehr Goldkarten, bitte. Ich bin jetzt richtig gespannt, was die ganzen Karten können. So, wenn ihr das Ganze hier guckt, wahrscheinlich. Ja, ich weiß, ihr kennt die Karten alle schon. Das ist schön. Schreckensklaue, Kashira. Okay, da ist die erste. Der ist super gut für Schreckensklaue. Der ist wirklich gut. Von daher, super guter Support. Den legen wir auch mal zur Seite. Mehrungsfrau Kostüm, maßgeschneidert. Wähle eine Karte auf dem Friedhof seines Gegners, verbanne sie. Dann kannst du in der Hand eine Karte denselben Namen wie jene verbannt wurde von Deck hinzufügen. Ja. Ist okay. Abgrundschauspieler, wie gesagt, ist hier drin. Schreckenslaue, Krallen überziehen und
Nochmal die Falle. So, jetzt müssen wir mal eben überlegen. Wir haben noch... Oh, ja, komm, komm, gib mir bitte, bitte eine Goldkarte. Ich will Stolz und Gold. So, und wieder die Fee und fokussieren. Oh, wir wollen Gishki, oh mein, oh, wir wollen das Gishki. Nein, okay, okay, ja doch, Gold, ich will sehr viel gerne Goldkarten haben, aber ich will vor allen Dingen auch das Gishki-Ritualmonster haben. Seid ich, oh, ja, Ninja bekommt ebenfalls neuen Support, und zwar wieder ein Fusionsmonster. Wir erinnern uns, wir haben ja schon mal ein Fusionsmonster davon gezogen. Das ist ebenfalls, wie gesagt, Ninja bekommt wirklich viel Support. Ist interessant. Markiert, wie gesagt, markiert bekommt hier ebenfalls Support, auch in Form von neuen Monstern, nicht nur neue Falle. Dementsprechend markiert auch sehr, sehr gut. Ja, Psi-Empfänger Stufe 1 kann nicht durch Kampf mit Monstern selben Typ oder selben Eigenschaft wie die Karte zerstört werden. Du kannst ein Monstertyp oder Eigenschaft deklarieren. Die Karte bis zum Endspiel des Gegners zu jedem Typ und Eigenschaft. Ja, okay, er ist super perfekt, um halt Eigenschaften, Empfänger, etc. zu erzeugen. Ninja. Auch sehr stark. So, weiter geht's. Wir wollen Gishki oder Gold. Stolz. Gishki, Gishki, Gishki. Photon. Nein, Photon. Nochmal Schrecken. Sehr gut. Zweiter. Falscher Gishki. Schade. Dogmatica Albazoa. Oh. Auch hier wieder Artwork 10 von 10. Einfach 4000, 4000, ne? Das schon strong. Also 4000, 4000. Man sagt immer so, ja, 3000 ist ist schon sehr viel, ne? Und dann kommt einfach so 4000. Ja gut, ne? Kann man machen natürlich. Weiter geht. Tränenklage. Ja. Ja, allgemein, Tränenklage bekommt hier ebenfalls, wie gesagt, neue Karten. Aber es gibt auch Tränenklage Kashtira. Und das wäre auch schön, wenn wir die ziehen würden. Aber ich. Oh! Ja, okay. Gehen wir drauf. Starrigale bekommt ebenfalls ein neues Monster, und zwar ein Link 5 Monster. Ist nicht einfach zu beschwören, muss man an dieser Stelle sagen, denn er ist wirklich schwer zu beschwören. Aber erstmal Artwork 10 von 10 und man kann ihn sehr, sehr, sehr gut benutzen, um ihn in den Friedhof zu senden. Denn er hat einen guten Friedhofseffekt, heißt, wir müssen ihn vielleicht gar nicht beschwören, sondern einfach von extra Deck in den Friedhof legen. Auch super gute neue Karte. Fokussieren. Wir bekommen ja wirklich viele Wasserspiegelkarten, aber nicht das Ritualmonster. Wann? Bitte, gibt's denn auch? Bis jetzt zu kommen. Komm, gib mir. Ja, gut. Kashtira. Ich würde sagen, eins mit der besten Monster. Natürlich, ne? Aus diesem Set natürlich Unicorn, Fenrir, auch super Karten. Aber er hier ist auch richtig gut. Denn. Falls du den Kashtira-Monster kontrollierst, du kannst die Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs kein Monster spezial beschwören, außer Exit-Beschwörung. Ist natürlich eine starke Einschränkung, aber ist nicht so schlimm für dieses Deck. Während der Main-Phase, falls sich die Karte in den Spielzug als normal spezial beschworen wurde, du kannst eine Kashtira-Karte von deinem Deck verbannen, außer sie verbanne die obersten drei Karten des Decks. Verdeckt, falls du sie verbannst. Für diese Stufe Karte zu 7. Und das ist sehr wichtig, denn der komplette Archetype basiert darauf, eben Exit der Stufe 7 zu machen. Und er wird zu 7. Er ist perfekt, er kann sich selber spezial beschwören, er kann sein Level verändern, tipptopp. Und zusätzlich parallel noch einfach eben eine Karte. Boah, super. Also, okay. Ich will mich beschweren. Jetzt fehlt echt nur noch Tränenklage Kashtira und ja gut, Despia. Ja, Despia könnte man auch noch ziehen jetzt. Aber ich, eigentlich will ich Dogmatica Matrix. Damit Dogmatica neue Karten. Ja, ich weiß jetzt echt nicht, was ich mehr will. Will ich Gishki? Oder will ich Tränenklage? Das ist hier die große Frage. Ich gucke einfach und lass mich überraschen. So. Und wir haben Gold. Ah ja, 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 doch, nehmen wir. Goldscholz, nehmen wir mit. Können gerne eine neue noch machen. Ich muss Goldscholz. Gefällt mir auch wirklich gut. So, die Frage ist natürlich nur noch. Ja, wir müssen halt zwei rufen, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel die haben. Klar. Wir können ja alle Spezialbeschwören, wenn wir weniger haben. Das heißt, Spezialbeschwören, Effekt sogar noch searchen. Link 2. Können wir schießen. Und dann geht er halt raus. Und wir können halt in ihn gehen und können auch nochmal was schießen. Ne? Kann man definitiv machen. Und Hellsichtiger. Der sieht auch wirklich aus. Ich weiß gar nicht, welche Maske das ist. Aber sieht auf jeden Fall auch sehr mystisch aus. Weiter geht's. Und nochmal den Urknall. So, noch drei Booster. Mal gucken. Schaffen wir noch eigentlich einen Schreckensclown zu ziehen? Und uns fehlt eigentlich nur eine.
Ja, also davon haben wir jetzt auf jeden Fall drei. Sogar ein bisschen mehr. Dexibeschwörer und... Okay. Erstmal super zu weit gewischt. Aber Gefallen von Albas, und da sind wir, Despier, beziehungsweise Gefallen von Albas, beziehungsweise markiert, neuer Support. Ja, neues Fusionsmonster. Sehr nett. Allgemein, es kommt noch einiges zu diesem Archetype. Dementsprechend, ja, auch hier neuer Support. Eisjade, ebenfalls hier neue Karte drin. Bekommt immer Stück für Stück neue. Ja, und übrigens, wo wir gerade bei Gefallen von Albas sind, ja, der Mirror Jade ist in diesem Set als Starlight Rare drin. Das weiß ich schon. Dementsprechend passt das natürlich auch, dass hier Support drin ist, ne? Ich glaube, Mirror Jade in Starlight Rare sieht wirklich schön aus. Und, was sieht wieder schön aus? Der dritte, den wir mit. Drei Stück und, der Billionenhände. Falls es gerade beschworen wird, du kannst deine Hand ein Ritual und eine Ritual-Zauberkarte von der Decke hinzufügen. Du kannst den Effekt von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Ist natürlich sehr stark. Wichtig zu erwähnen ist hier, bei Beschwörung heißt auch bei Spezialbeschwörung. Denn er ist Stufe 6, heißt, wir müssen ihn Tribut beschwören quasi. Dafür Search sich auch zwei Sachen. Dementsprechend ist das, glaube ich, fair. Aber wie gesagt, auch bei Event. Oh, der vierte, sehr nett, nehmen wir noch mit. Dementsprechend macht das natürlich auch Sinn, dass man ihn bei Spezialbeschwörung in seinen Effekt nutzen kann. Weil ich denke mal, normal beschwören möchtest du ihn eher weniger. So, letztes Pack an dieser Stelle. Und. Oh, nochmal mehr Jungfrauenkostüm. Ja, haben wir zwei. Ist auch nett, ist auch nett. Nehmen wir zwei mit. Sehr gut. Und Eisjade. Perfekt. So, dann wollen wir nochmal hier alles zusammenpacken. Alles zusammenpacken, denn wir haben hier wirklich einiges. Einiges, einiges, einiges. So, erstmal nochmal, wie gesagt, hier mehr Jungfrau. Wie gesagt, Billionhände. Ich finde es vom Namen her echt crazy. Wie gesagt, Schreckensklaue. Für Schreckensklaue sehr gut. Wie gesagt, Despier bekommt neuen Support. Ich hätte gerne auch noch das andere Monster gezogen. Schade, dass wir das Ganze nicht gezogen haben. Ich hätte da gerne noch, ja, doch, ja, vielleicht das andere gezogen. Aber warum auch nicht? Goldstolz. Wie gesagt, Goldstolz. Ich kenne nur diese Karten. Und das, was bereits bekannt war, bedeutet, ich bin gespannt, was die anderen Karten können. Wirklich interessanter Archetype. Und bekommt er wahrscheinlich nochmal Support. Bedeutet also, sehr cooler Archetype. Gefällt mir wirklich sehr gut. Dann Kashira. Natürlich super. Wie gesagt, zum Reinlegen. Dogmatiker bekommt hier ebenfalls Support. Die hatten wir schon. Dann Covermonster, natürlich auch immer gut. Stolz. Dann unser Secret. Ja, der kann ich drüber reden. Und nochmal unser Abgeheuerlichen. Ja, für viele ist das hier das Highlight. Aber allgemein, ich finde Goldstolz auch ultra nice. So. Ich bin gespannt. Ja, Leute. Das war's jetzt von diesem Opening. Erstmal ein Riesendank nochmal an Konami, dass ich das Ganze hier früh öffnen durfte. Ist natürlich nicht selbstverständlich. Und ich muss sagen, hat mir sehr gefallen. Vor allen Dingen Goldstolz. Ja, also es ist immer wieder schön, Karten wirklich neu kennenzulernen. Ihr kennt das Ganze schon. Ihr wisst schon, was es könnt. Ihr wisst, wie viele Karten es gibt und etc. Ich nicht. Für mich ist das alles neu und es macht immer wieder unglaublich viel Spaß. Ich hoffe aber, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch dann natürlich noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.